wir beten Allah subhanahu wa ta'ala an mit Furcht und mit Liebe. Wir hoffen auf seine Barmherzigkeit und wir fürchten seine Strafe. Deshalb diese Sache, dass man sagt, ja, ich bete dich nur an, weil ich dich liebe und ich hoffe nicht auf dein Paradies oder deine Barmherzigkeit und ich habe keine Angst vor deiner Strafe. Das ist ein Fehler in Aqida. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt von dem Propheten. كانوا يدعون لنا رغبا ورهبا. Die Propheten, Nuh, Ismail, Ishaq, Jakob, Suleiman, Dawud, unser Prophet Isa, Musa, alle. Sie haben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet mit Furcht und mit Liebe. Das heißt, die hoffen auf seine Barmherzigkeit. Wallahu ta'ala ala wa alam.